Hallo Leute, hier ist Tyra 1992 und Dr. Faustus Refree. Und wir begrüßen euch recht herzlich zum offiziellen deutschen Kamen Rider Revise Podcast. Und diesmal mit Folge 37. Ja, Folge 37. Aber bevor wir mit Folge 37 anfangen, haben wir natürlich noch eine kleine Message für euch. Und zwar, es wurde ein Spin-off zu Revise angekündigt, ein weiteres. Und zwar ist das mit Jan und Aguilera. Ja, sehr sinnvolles Spin-off. Das hatten wir uns sowieso gewünscht. Der Spaß im Kamen Rider Revise hört einfach nicht auf. Man wird uns das noch so lange begleiten, es wird sicher noch zig Returns-Filme und sowas geben. Und die Serie ist einfach so umfangreich mittlerweile mit ihren ganzen Specials. Ja, das ist wirklich eine coole Sache. Ich meine, man merkt so, dass die Leute wollten es halt auch, ne? Ich frage mich, ob das für die nächsten Rider-Serien, ob das jetzt so weitergehen wird die nächsten Jahre, dass es da immer neben der Hauptserie zig Specials geben wird. Bei Saber hatten wir ja nur dieses Swords of Logos-Ding. Ja, das war abgrundtief beschissen. Da hast du ja auch schon gesagt, du hast das Gefühl, da waren nur rausgeschnittene Szenen drin. Ja. So, weil die selbst teils der Serie widersprochen haben, dass es so nur so alternative Szenen waren, die man dann auch irgendwie verwendet hat. Das hat auf mich so den Eindruck gemacht. Und die nächste Ankündigung, die ich noch habe, ist, dass Dia Gaga, die zweite Folge davon, erscheint am 3.8. in der zweiten Box Blu-ray Collection. Wo dann, ich glaube, das ist das Letzte, was wir von Hiromi dann was man dann da so sieht. Am 3.8. Das dauert aber noch lange. Ja. Aber schön, dass er jetzt schon da ist. Aber das ist spoilerfrei schon mal. Das seht ihr gleich, wenn wir soweit sind. Bis dahin ist die Serie fast durchgelaufen. Ja, die Serie ist bis dahin fast durchgelaufen, ja. Na gut, aber okay, dann wenn es da ist, werden wir uns drum kümmern. Andere interessante Sache noch aus dem Toku-Bereich, die ich noch erwähnen möchte, bevor wir anfangen. In japanischen Kinos läuft ja gerade Shin Ultraman. Mhm. Und Shin Ultraman ist ja auch von Hideaki Anno. Weißt du irgendwas über den Film? Kommt der gerade gut an? Der ist in Nummer 1 in den japanischen Kinos. Okay, der definiert dann Ultraman auch wieder komplett neu, so wie es Shin Gojira schon getan hat. Genau. Das wird jetzt ein Franchise in Japan. Das heißt auch Shin Franchise. Und dazu gehören alle Sachen von Hideki Anno. Also Shin Kamen Rider gehört dazu, Shin Godzilla, Shin Ultraman. Und es soll noch was mit Shin Evangelion kommen. Evangelion ein Anime oder ein Realfilm? Ja, das wurde noch nicht gesagt. Das heißt, es gibt nur einen Projektnamen. Das ist irgendwie Shin. Ich denke mal nicht, dass es ein Realfilm wird, weil ein Evangelion-Realfilm, das. Ein japanischer Evangelion-Realfilm, da brauchen wir uns nicht. Brauchen nicht darüber diskutieren, das ist CGI für die Mechas und die Gegner würde fürchterlich einfach sein. Außer die stecken Geld da rein. Aber dann so viel Geld stecken die Japaner meistens in ihre eigenen Filme. Dann bräuchte schon so viel Geld, wie in der Hollywood-Produktion gesteckt wird. Also das glaube ich nicht. Cool wäre ja, wenn sie Suit Actor machen würden. Ich glaube, die EFAs sind sehr dünn. Ich glaube, es funktioniert gar nicht so sehr. Oder aber man definiert das ganz neu, weil hier Hideki Anno doch meist einige ziemlich abgedrehte Ideen hat. Man macht irgendwie ein Evangelion ohne Mecha-Kämpfe und sowas. Dass das dann irgendwie mehr in der Gedankenwelt der Charaktere ablöst. Es gibt ja so ein Promo-Artwork, da sind Shin Godzilla, Shin Ultraman, Eva Unit 1 und Shin Kamen Rider, die sind da alle zusammen drauf, also. Ein Evangelion-Film kann ich vor allem Evangelion in einem Film irgendwie zu definieren, wäre auch ziemlich schwierig. Es wurde gesagt, Projekt, es kann genau sein, dass sie irgendeinen Merch rausbringen. Gut, okay. Genau, das heißt Shin Japan Heroes Universe. Okay,
Also, da spielen noch diese ganzen Shin-Sachen, die spielen alle in einem Universum. Also könnte es theoretisch irgendwann mal ein Crossover Das, von das Shin heißt, und. ich habe, also alles, was ich gesehen habe, ist Folgendes. Die haben, Toei hat die ersten 2 Minuten von so ein Prolog, so ein Stück aus dem Film auf YouTube gestellt. Okay. Das habe ich mir angeguckt. Ja. Und du siehst am Anfang ein Monster, das ist einfach Shin Godzilla mit Hörnern und ein bisschen anderen Konturen hinten herum. Und da habe ich mir gedacht, Okay. ich habe gesagt, das ist Shin Godzilla, was macht der da? Bloß halt sieht total anders aus. Ein paar Details habe ich. Und dann fiel mir ein, das ist eine Hommage. Eigentlich ist das ganz geil. Denn es gab damals bei Ultraman, gab es so einen Gegner. Da haben die einen alten Godzilla-Suit Toei abgekauft, Okay. haben den grün angemalt und haben den, weißt du, wie diese Kragenechse, so einen Kragen rumgesetzt und dann war das ein anderes Monster. Okay. Und ich glaube, es war, ey, genau, auf jeden Fall siehst du in diesem Prolog, dass halt Monster angreifen und dass das Militär die auch irgendwie zurückschlagen kann. Aber das werden wohl immer mehr Monster, die werden immer stärker und ich kann mir halt vorstellen, dass das nachher so ist, ja, dass das Militär dann die dann doch irgendwann nicht mehr schafft. Ja, okay. Naja, wir gucken einfach mal. Also ich werde mir Maus, ich bin ja jetzt nicht der größte Ultraman-Fan, aber so einen einzelnen Film, der unabhängig von allem ist, glaube ich, kann man sich mal ansehen. Das Ding ist halt auch, Ultraman ist ja auch ein Riesen-Franchise in der Zwischenzeit geworden. Ja, das stimmt. Da gibt es schon sehr viel von. Alleine, wenn ich daran denke, irgendwie gab es ja auch eine Jubiläumsstaffel und noch eine Jubiläumsstaffel und Ultramänner, die sich in andere Ultramänner verwandeln können. Und der Anime auf Netflix natürlich noch. Der auf dem Manga basiert, den es sogar lustigerweise hier gibt. Ja, das ist schon interessant. Es gibt hier nichts von Ultraman. Es gibt absolut nichts von Ultraman hier in Deutschland. Es gab nur eine Sache, die es mal hier bei uns gab, und das war dieses seltsame Super Samurai Cyber Squad. Genau, es war so eine amerikanische Adaption damals zur Zeit von der ersten Power Rangers Serie und The Troopers. Also das war nicht mal Ultraman, das war zwar von demselben Studio, aber das Ding heißt ja eigentlich Gridman. Also, naja, gut. Ja, haben wir noch ein paar Toku-News abgehakt und ach gut, eine kleine Sache, sagen, hey Leute, ihr mögt Hana, ihr mögt Kamada Aguilera, ihr könnt euch jetzt ein Plüschi von beiden holen. Okay, Schlag sehr schön. zu, solange es noch da ist. Ja Ja. gut, nach dem ganzen Gerede fangen wir doch direkt jetzt an mit Folge 37. Ey. Folge 37 fängt erstmal damit an, dass eine Menge Gifu Junior in der Stadt rumwüsten und unsere Rider halt sehr damit beschäftigt sind, die zurückzuhalten. Er hat auch Tamaki seinen einzigen Auftritt in der Folge, wo er so ein paar Leute in Sicherheit bringt und einmal so ein Gifu Junior tritt. Ja, Und das war's dann. und er trägt seine Farbe von Weekend um die Stirn. Ja, genau. Sieht, naja, so sieht so typisch Tamaki aus. Ich fand die eine Stelle ganz cool, wo man hier Revi und Weiss sieht und wie sie. Ich fand ganz cool, wie er diesen hier Rolling Restamp so puff, an die Waffe von Weiss rangeschlagen hat. Dann haben sie die alle gefinisht. Weiß freut sich darüber, hat er sogar gesagt, die beiden sind in Topform. Und ich meinte halt so, dass auch das nicht reichen wird für Gifu. Ja, Weiss meinte dann, ob sie sich einen neuen Finisher ausdenken sollten. Den Super Max Energy Weiss Special. Hauptsache, es ist lang. Aber du merkst schon, Iki ist ein bisschen bedrückt mit der ganzen Situation. Vielleicht wird das jetzt sogar, war sogar schon Foreshadowing, vielleicht wird das ja der Name vom Finisher für die finale Form. Oh, bitte nicht. Also ich würde es witzig finden, aber es hört sich ein bisschen bescheuert an. Finde ich gar nicht so sehr. Naja. Naja, gut. Auf jeden Fall, wir haben daraufhin wieder. Jetzt ist was Interessantes. Wir haben wieder diese tollen News-Tafeln und jetzt wird gesagt, oh, der Phoenix-Chef wurde lebend gefunden. Ja, dann hält er sogar noch eine Ansprache, wo er meint, dass er von Gifu wiederbelebt wurde. Und im Endeffekt geht es wieder darum, dass halt die Menschen sich halt Gifu unterwerfen sollen. Und Er das, ich redet fand, halt. er sagt doch, die Menschen sollen Gifu halt nicht provozieren und ja, einfach auf das hören, was er sagt, und dann wird das schon alles. Er redet so ein bisschen wie so jemand, der eine Vision von Gott hatte. Ja, genau. So, oh, und hat zu mir gesprochen und oh,
Er sagt auf einer Stelle, Gifu will die Menschheit ja gar nicht ausrotten. Da kam mein Gedanke, ja, macht Sinn. Wenn jetzt Gifu alle Menschen tötet, dann gibt es auch keine Dämonen mehr, die er sich holen könnte. Ja, wobei, ich meine, er hatte vorher noch diese eine Sache da gefaked, wo er zuerst getötet wird, und da hat man auch gesehen, dass er Gifu angegriffen hat und so, oder er hat das ja so inszeniert, und jetzt sagt er so, ach ja, Gifu will ja die Menschen gar nicht ausrotten, aber was läuft denn hier die ganze Zeit ab? Ich meine, da müssen doch die Menschen doch gerade mitbekommen, dass hier eigentlich schon irgendwas schief läuft. Ja, das ist irgendwie, es ist ein bisschen komisch. Naja, nach dieser Ansprache sehen wir halt, wo es gedreht wurde. Und da steht ja auch Daichi da. Und ja, Daichi ist, ich weiß aktuell nicht, was mit ihm los ist. Also, er hält ihn nicht auf. Na, weil er weiß, oder keine Chance hätte. Übrigens, Ja. was ist das für eine komische Location hier? Das ist ein Raum, also komplett Beton. leerer Raum, der scheinbar Betonwände hat. Da hinten ist eine Tür. Gut, das ist hier irgendwie so ein bisschen eingerichtet mit so einer roten Wand, einer Kamera. Hier ist ein Tisch mit Tee und alles. Die Wand ist ganz komisch beleuchtet, und wir sehen später noch in der Folge, da kommen wir noch Sakura und Iki hier hin, und da sehen wir, dass die einen langen Gang bis hierhin gelaufen sind. Also was. Weiß ich, irgendwie war irgendwie komisch. Das ist wahrscheinlich ein ehemaliger Bunker, würde ich sagen. Ja, schon, sieht schon so ein bisschen so aus. Also, wir können mir vorstellen, dass sie das in so einen ehemaligen leeren Bunker drehen. Kann man bestimmt ganz mietig, ganz. Naja, auf jeden Fall fragt der Daichi, warum sie denn, warum er denn der Teufel befreit hat. Und da meint der Chef, dass die Leute wohl der Sinn für Gefahr relativ tief ist, wegen den Stempeln. Und Möchte den Leuten damit einfach noch ein bisschen mehr Angst vor Gifu machen, damit die auch schön gehorchen und machen, was er sagt. ja, so in etwa, Und er genau. meinte am Ende ja auch noch so, dass. Ach, Daichi. Der hatte am Ende sogar noch gesagt, ja, wäre es nicht ganz cool, wenn die Gifu Juniors, wenn die halt alle töten, die nicht mitmachen. Eigentlich hätte er Daichi reagieren müssen, als er das gesagt hat. Aber Daichi einfach nur, ja, geht jetzt halt los, macht so ein paar von denen tot halt, aber. Er sagt an einer Stelle nur, er sagt nur zu ihm, er möchte nicht, dass er soll bitte nicht noch mehr freilassen. Und er will irgendwie nicht, dass mehr Leute sich ihm anschließen irgendwie. Aber ich sagte so, was der gesagt hat, doch, wir könnten ja eigentlich alle töten, die sich uns nicht anschließen. Dass der Deutsche einfach so ruhig noch vor dem stehen kann. Also Daichi ist sehr resigniert. Ja, er ist halt besiegt, ne? Muss er sagen, gerade nach den Niederlagen aus den letzten beiden Folgen. Daichi ist komplett besiegt, er weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll. Es ist halt irgendwie diese Kombination, du hast ja gesagt, dass, oder das wurde auch in der Serie gesagt, dieses extreme Gerechtigkeitsgefühl, was er hat. Das scheint jetzt sehr kollidiert mit der Realität zu sein. Ja. Und das scheint ihn irgendwie. Ich meine, ich mochte die Storyline mit Kaguru zwar alles, aber es scheint nicht alles nur dadurch besser gemacht zu haben, dass jetzt das komplett fehlt. Nö, das stimmt. Also, Daichi ist gerade, der ist gerade auf einem sehr dunklen Pfad unterwegs. Ja, naja, wie meint er aber noch zum Schluss, bevor er geht, dass er dann halt er sich selbst um die Teufel kümmert. Es ist an sich aber ein bisschen wie die gleiche Storyline aus Kamen Rider Gai mit diesen. Wie ist der Traubenrider? Traumrider? Der Traubenrider. Mutsuki war es, glaube ich. Ich glaube, Mutsuki hieß er. Der beste Freund ja am Anfang von Achso, Gai. was meinst du mit Traum? Du meinst ja der das erste Monster aus Folge 1 war. Nein, nein, hier der die Trauben zum Verwandeln genommen hat, aber ich glaube, der hieß Mutski, der Traum zum Verwandeln? ja, Kann zumindest der sein, hier ja auch aufgegeben hatte, weil er meinte, die haben gegen die Bösen keine Chance, sich dann irgendwie auch denen anschließen wollte, damit halt auch ein paar Menschen überleben. Im Endeffekt ist das mit Daichi hier die gleiche Storyline wie dort. Ja, können Sie recht haben. Naja, aber da geht er ja daraufhin dann auch weg. Und wer sind wieder? Also diese großen Nachrichtentafeln,
Da wird gerade über diese aktuelle Situation ja diskutiert, aber die werden natürlich gehackt und Weekend zeigt sich jetzt der Öffentlichkeit. Genau, aber ich finde, die haben relativ wenig gesagt. Weil ich dachte eigentlich, von denen kommt irgendwas Krasseres oder dass die jetzt wenigstens mal sagen, ja, nee, das ist alles gelogen, was hier der Ja, Fennig-Chef sagt. Aber irgendwie war das, wie gesagt, also die für reden dafür, halt dass die es jetzt darüber. reingehackt haben, fand ich das von der Aussage her ein bisschen nichtssagend. Ja, da reden die ja darüber, oh, du musst auf dein Herz hören und du müsst über unsere Freunde so, Leute, ihr habt gerade, ihr seid so eine große Geheimorganisation, ihr habt euch gerade der Öffentlichkeit, redet doch mal ein bisschen mehr, sagt doch einfach nein, was der sagt, ist Blödsinn. Ja, genau, also das hätten sie sich sparen können, weil ich glaube nicht, dass das, was die jetzt hier geschaltet haben, dass das irgendwie was bewirkt hat. Ich weiß nicht, so wie die auch geredet haben, kam das auch wie so eine Sekte rüber. Na, ein bisschen, ne? Muss schon sagen. Jetzt hoffen sie natürlich, dass es die Leute erreicht. Aber, ne. Aber selbst da meint ja auch Sakura an einer Stelle, dass das irgendwie. Es hört nicht auf mit den Teufeln, egal was sie machen, egal wie viele sie besiegen. Ja. Da meinte übrigens dann auch Hanna auch, das endet erst, wenn wir Gifu besiegt haben. Genau, aber der hat sich ja selbst noch nicht mal so richtig gezeigt. Ja. Oder da fehlt noch ein bisschen was bis dahin. Naja, auf jeden Fall kommt daraufhin ja dann der alte Karisaki rein und meint, ja, der hat Iki im Schlepptau und er meint, Iki hätte einen Hinweis und erzählt den Leuten halt die Sache mit Akimi, dass die gesagt hat, ja, um Gifu zu besiegen, brauchen wir die Kraft von Gifu und kommt das jetzt schon hier? Nee, erstmal kommt das Intro. Das kam doch jetzt noch nicht, dass sie den Plan erläutern mit dem Eis, ne? Nein, das kommt erst später. Naja. Genau, jetzt sind wir wieder im Happy Spa, wo die halt Genau. Daichi darüber aufklären. Und Genau. Und Daichi Daichi ist ist, nicht sonderlich begeistert darüber. nein, das stimmt. Weil es ist auch eine Sache, wo man eigentlich denkt, der alte Daichi hätte zumindest versucht, sie zu unterstützen. Ja, jetzt, Vicky meint ja auch noch, ja, es könnte halt sein, wenn wir uns Gifu-samas Kräfte holen, dass wir da was machen können. Und Daichi meint halt, vielleicht und könnte wären zu wenig. Und er hat doch gesagt, dass Iki, er hat doch Iki, also er hat gesagt, dass Ikis Vorhaben planlos sei. Ja, ich meine, ich finde, ein guter Plan. Naja. Ich fand gut, dass Sakura dann gesagt hat, ja, bist du jetzt auf seiner Seite? Aber wie sagt hier Daichi jetzt gerade eben? Er ist jetzt voll in diesem Modus, dass die halt eh eigentlich nichts machen können. Ja. Ich finde aber gut, wo er dann sagt, ja, er sagt doch an der Stelle, er möchte die Menschheit retten, und sagt aber Sakura, aber das ist irgendwie kein richtiges Leben, wenn wir dann alle Sklaven sind. Und Ja, was ist halt eben auch wahr, da hat sie halt recht. deswegen also, ja, Leben ist immer noch was anderes, ne? Also, puh. Es ist halt immer interessant, dass gerade von den drei Geschwistern, also gerade Daichi, der war, der alles richtig immer machen wollte, dass der es ist, der jetzt von den dreien sich am weitesten entfernt. Ja, stimmt. Dann kommt doch diese Szene, wo halt Daichi Iki fragt, was ihm lieber wäre, Frieden oder Freiheit. Das ist so ein. Aber ist Freiheit nicht auch gleich eine Sache, die du nur, also du, dass du frei leben kannst? Genau, eigentlich auch nur da, obwohl, wenn du Frieden hast. Das kannst du ja gar nicht raus. Und deine Freiheit genießen. Ist das so? Das ist so eine Thematik. Also diese Frage hat mich hier arg an Attack on Titan erinnert, weil es da auch mal sehr viel um Freiheit und um Frieden ging oder geht halt. Naja, nehmen wir an, die werden alle Sklaven von Gifu. Theoretisch kannst du halt, so kannst du darunter trotzdem friedlich sein, wenn du halt alles machst, was er sagt. Theoretisch. Theoretisch. Genau, du wärst halt bloß nicht frei, beziehungsweise müsstest halt mit bestimmten Einschränkungen leben. Also hier steht der Begriff Freiheit bezeichnet die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Genau, du kannst halt eben friedlich leben, aber ja trotzdem nicht alle Freiheiten haben.
Das war halt so dieses DDR-Prinzip. Wie gesagt, Das da war's. fand, und das fanden die Leute, das fanden die Leute super. Ja, da war's, theoretisch konntest du da auch friedlich leben in der DDR, aber nicht wirklich oder nicht komplett frei, weil du dir auch für gewisse Aussagen relativ mal schnell weggesperrt wurdest. Ich wollte gerade sagen, du solltest, wenn du deine eigene Meinung hattest, solltest du sie lieber für dich behalten. Ja, genau, also Frieden und Freiheit können unabhängig voneinander schon existieren. Ja, deswegen, also, das ist halt schwierig, finde ich. Ich finde aber, beides wäre immer, beides wäre schön, oder? Wenn man beides hat. Da kommt es ja darauf wieder an, wie man Freiheit halt definiert. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die fühlen sich in unserem Land halt nicht frei, weil es gewisse Einschränkungen und so gibt. Deswegen ist halt so eine. Also, wo Leute sagen, wir leben in einer Diktatur, wo du das laut aussprichst, ohne dafür erschossen zu werden. Ja, ich weiß, aber trotzdem, wie gesagt, ist es eben als die Ansicht von vielen. Deswegen, ich glaube, da geht auch ganz viel Definitionssache mit rein. Menschen sind komisch manchmal. Naja, auf jeden Fall, Deitch sagt, nicht gerade begeistert und geht dann. Ja. Das ist da, ja. Ich find witzig, wo dann Weiß auch dann so sagt, ja, vielleicht hätte er ein Bad nehmen sollen. Hätte vielleicht geholfen, aber man hatte gesehen, dass der Daichi nicht gerade in der Lage war. Im Übrigen, was mir hier gerade nicht so gefällt in der Folge, Daichis Verletzungen sind alle wieder weg. Er hat bloß noch zwei Pflaster im Gesicht, aber da hat man sich jetzt hier schon wieder nicht mehr so viel Mühe gegeben, beziehungsweise jetzt nicht gedacht, dass da irgendwie nötig wäre, nochmal mehr zu machen. Naja, Hauptsache sieht er es verletzt. Ich kann schon verstehen, dass man nicht ständig das Make-up raufknallen möchte. Naja, ist schade aber. Naja, nächste Szene, das kam unerwartet, fand ich. Und zwar sehen wir George, der das Grab seines Vaters besucht, der ja gar nicht tot ist. Was aber richtig blöd platziert ist. Das ist irgendwo Im wirklich Nirgendwo. mitten im Nirgendwo, einfach irgendwie random in einem Wald, an einem Baum, weil man es Ja. wahrscheinlich gerade für den Dreh einfach da gepasst hat, da hinstellen konnte. Aber an sich macht es irgendwie null Sinn, dass das Grab jetzt da an dieser Stelle ist. Vielleicht ist es auch ein Privatgrundstück von ihm und deswegen steht da nichts anderes. Glaube ich eigentlich nicht. Vor allem nicht, wenn ich mir so die Location so angucke. Man weiß es nicht, aber ich nehme nicht an, dass es so sein wird. Ja, auf jeden Fall kriegen wir dann sogar eine kleine Rückblende auf den jungen George, der als Kind schon so eine Brille geträgt hat und auch schon seine Haare so gestylt hat. Das erinnert mich ein bisschen daran an Sio, wo man die junge Tsukiyomi gesehen hat, die genauso aussah wie die alte. Das Da war stimmt. es auch noch schlimmer, da hatte die sogar als Kind dieselben Klamotten an. Ja. Ja, als Kind steht er vor dem Grab von seinem Vater und sagt, ey, hier, ich gebe dir meinen Schatz und legt ihm da so einen Stein hin. Ich weiß nicht, ob das ein bestimmtes Mineral ist oder so. Und Oder ja, kann einfach George. ein Stein gewesen sein. Und George meint auf jeden Fall, es wäre für ihn einfacher, wenn er halt wirklich tot geblieben, wenn er wirklich tot wäre. Ja. Soll ich mir da Dort sehen ausdenken? wir, dass George sein iPad hochholt und da ist schon der neue V-Stamp abgebildet für die ultimative Form von. Da ist Givard Rex V-Stamp. Genau, der muss noch halt fertiggestellt werden. Da sieht man auch schon T-Rex-Kopf drauf. Wie soll ich diese Aussage deuten eigentlich, dass es für ihn einfacher gewesen wäre, wenn der Vater tot wäre? Einfach als aus dem Prinzip, weil du damit abschließen kannst oder weil er immer noch sagt, dass es nicht so gut auf seinen Vater per se zu sprechen ist? Naja, ich glaube, weil er es einfach nicht verkraftet, dass sein Vater die ganzen Jahre am Leben war, aber ihn halt im Stich gelassen hat. Ja, das natürlich auch, ja. Ich denke mal, das wird es halt sein, dass er jetzt damit halt leben muss, dass sein Vater sich einfach nicht um ihn gekümmert hat. Ja, das war. Ist auch eine doofe Situation. Ich meine, er hat das, glaube ich, gesagt, um ihn zu schützen, aber ja. Kinder haben halt gerne ihren Vater. Und ihre Eltern allgemein. Naja, so, jetzt sind wir wieder bei Weekend und wir erfahren jetzt, also das Ziel ist Akimi. Und zwar, sie wollen sie einfangen, ihr die Giftzellen entfernen und die dann dafür nutzen, um halt stärker zu werden, um halt Gift besiegen zu können.
Ja, also die möchten diese Zellen, also George möchte wahrscheinlich diese Zellen in den neuen Wiesland da einpflanzen. Genau, genau. Ist interessant. Ja, so kann man die Kräfte von Gifu nutzen. Und den denk mal, den Biestern ist halt besser als direkt in den Menschen oder so, die zu verfrachten. Da kommt Das ja hat auch ja dann sonst nie John. so wirklich gut funktioniert. Ne. Da kommt ja auch dann John rein und sagt ja, die beste Möglichkeit dafür, einfrieren. Und er bringt auch den, ich will ja sagen, den Baricorex wie Stem und sagt, er hat Genau, und den er wohl ein bisschen verstärkt hat. mit den Eiskräften auch. Und ja, das ist auf jeden Fall dann die Möglichkeit, sie einzufrieren und dann sollen sie die zu Weekend bringen. Das ist dann ganz cool, dass wir die Form dann nochmal sehen werden. Ja, also der Plan ist entschieden. Wir sind alle, wir freuen uns alle drauf. Und die machen alle dann noch so ein cooles Handschlag-Ding, wo Weiß nicht mitmachen kann. Ja, genau. Fand ich auch ganz witzig. Aber schön zu sehen, wie die halt eben alle zusammenarbeiten. Und naja, wie gesagt, Daichi ist halt weg. Ach so, übrigens, hier ist ja Tamaki sogar auch nochmal in der Szene. Das war mir vorhin beim ersten Schauen gar nicht aufgefallen. Naja, auf jeden Fall ist es nämlich so, dass wieder Teufel auch aufgetaucht sind. Und es ist so, dass jetzt Iki und Sakura gehen halt, die wollen halt Akimi einfangen. Und währenddessen kümmern sich Hana und Weekend-Junge um den Rest. Ich finde das schön, wo dann auch Sakura sagt, ja, Hana, kannst du das machen? Und sie dann so sagt, ja, natürlich, aber pass auf dich auf, Sakura und so. Warum war jetzt hier Tamaki bei diesem Handschlag mit dabei? Der macht nichts mehr in dieser Folge. Alle anderen dort haben was zu tun, aber er halt eben nicht. Damit es 5 sind, Ja gut, aber dann ist es ein stimmt. Stern mit 5, dann ist es ein Stern mit 5 Zacken. Hätte man lieber Weiß hier rausgeholt, dass der damit gemacht hätte. Das hätte ich viel mehr gefühlt. Ach ja, naja, lass ihn ein. Weißt du was? Lass ihn doch ein bisschen das Gefühl, er wird dazu gehören. Ja, so, und nächste Szene haben wir dann einen Daichi und so wie diese ganze Szene aufgemacht ist, merkst du schon, so es ist alles ein bisschen düsterer, schummig, in irgendeiner leeren Halle und da sind diese GIF Juniors und Daichi macht nicht mal mehr seine typische Henshin-Pose, ne? Der macht ganz einfach Belt dran, rausziehen und los geht's. Das stimmt, das war für den Henshin an sich ziemlich cool, nur macht die Location für mich keinen wirklichen Sinn, weil warum stehen diese ganzen Gifu Juniors hier, warum stehen die in irgendeiner leeren Halle rum? Sollten die, wenn die den Menschen Angst machen, sein, nicht irgendwo bei Angst machen wollen, nicht irgendwo draußen in der Stadt rumlaufen? Das Vielleicht ist hätte für mich es. halt mehr Sinn gemacht. Ja, für mich auch, aber ich glaube, die Location sollte das, diese ganze Szenario mit Daichi widerspiegeln. Ich nicht. Ich glaube, das war einfach nur, wenn man gerade irgendwie, von weil es für meinen Dreh ja gerade am billigsten war oder Ja, am besten aber gerade gepasst so mit hat. den Lichtern und nachher auch gibt es ja so eine Szene, ich glaube, mit den Channels haben sie schon sich so ausgesucht. Ja, schon, ich hätte es wirklich aber draußen noch irgendwie noch mehr gefühlt, weil das hätte gepasst, weil das hier, meine, er muss ja auch irgendwo gewusst haben, wo die jetzt sind, und wenn die einfach bloß in irgendeiner Halle rumgammeln. Na Vielleicht hat gut, auch du der, vielleicht fragst auch, es nicht. vielleicht ist es ja eine Untergrundgarage. Ja, kann gut sein, also, wie gesagt, gegen die Action-Szenen, die ablaufen, habe ich nicht mal was, und an sich von der Darstellung her war es auch gut, aber ich, wie gesagt, ich habe es nicht gefühlt, dass die da einfach nur, wie gesagt, in irgendeiner Halle waren. Naja, Ich hätte naja. gern mehr die Bedrohung für die Menschen draußen gehabt. Ich mochte halt nur dieses schummrige Licht, das mochte ich halt. So, und dann gibt es ja wieder einen Szenenwechsel. Dann ist das, was ich ja vorhin angesprochen habe, da Iki und Sakura besuchen den Phoenix-Chef. Und da sieht man, dass die so einen langen Gang da kommen bis zu dieser Location, wo er da vorhin sein Zeug gedreht hat. Woher wussten die jetzt, wo der war? Wie haben die jetzt seine Location? Also, ich möchte mal was sagen. Ich habe den Anfang von Beyond Generations geguckt. Ja. Und Phoenix hat sogar Überwachungskameras am Südpol. Okay. Dann Na kann Weekend krass. das, dann kann Weekend bestimmt das auch drauf zugreifen und dann wissen die auch, wo das ist. Ja gut, möglich, dass da Ich muss vielleicht. sagen, fand ich ein bisschen übertrieben. Da ist diese südliche Bar, es ist ja mit Saber drin, ne? Und dann ist diese südliche Basis da. Und da kommt einer von diesen Savants von Lord Diabolus. Und der greift diese südliche Basis an. Und dann kriegt Phoenix einen Alarm und dann so, oh, unsere Kameras am Südpol haben was bemerkt. Ich denke mir so, eure Kameras am Südpol?
Okay. Ja. Warum habt ihr Kameras da? Da ist eigentlich per se nichts. Also, ich finde, Okay, das ja, na gut. war nicht ein bisschen übertrieben im ersten Moment. Ja. Was mal mein Gedanke zu der Szene gewesen wäre, vielleicht hat Daichi denen noch gesagt, warum hätte Daichi denen das sagen sollen, weil der war ja vorher nicht so gut auf Ikki und, oder auf Ikki zu sprechen. Ich wollte sagen, auf Ikki und Sakura, aber ja, auf Ikki, Sakura hat ihm nichts getan. Vielleicht kennt ja George die Location, das ist dann Inland Phoenix. Also irgendwie könnte man es schon erklären, aber naja. Auf Naja, jeden wir haben eine Tür Fall. hinter dem FedEx-Chef. Ich denke, das ist ein ehemaliger Bunker. Das ist wahrscheinlich alles miteinander verbunden. Das ist wahrscheinlich alles miteinander verbunden. Ist Ja, wahrscheinlich na unterirdisch. gut. Naja, auf jeden Fall, da kommt ja der, die kommen ja da an, unterstützt ja unser Phoenix-Chef da. Und ich finde ja super, er sagt so, ja, ihr seid ja auch teilweise Gifu-sama. Dann sind wir ja Stiefgeschwister. Das fand Sakura gar nicht witzig. Genau, hat ihn als eklig bezeichnet. Das ist, ja. Naja, aber auf jeden Fall, wir reden gar nicht lange um Hals und Brei. Der neue Gegner und eine Hellgift-Therion und Akimi erscheinen natürlich direkt. Und Ikis Aufgabe ist ja Akimi und dementsprechend darf Sakura sich mit dem neuen stärkeren Gegner, der Daichi gestern mit einem Schlag kaputt gemacht hat, auseinandersetzen. Genau, Iki warnt sie noch so, sogar noch, beziehungsweise fragt sie sogar, ob sie sicher ist und Sakura meint dann aber, sie ist unbesiegbar. Okay. Man muss aber sagen, sie hält halt zumindest länger durch als Daichi in der letzten Folge. Der ist ja mit einem Schlag kaputt gegangen. Ja, das stimmt. Ja, und Daichi fängt ja auch, Ikki fängt ja auch dann als mit Thunder Gale an. Und die Action-Szene ist ganz cool. Ich mochte die Szene mit Sakura, ne? Weil die versucht es ja wirklich, aber ihre Finisher, wir wissen ja, der Typ ist ja, der hat ja Regenerationskräfte wie sonst was. Ich finde dieser neue Gegner da, das war mir in der letzten Folge schon aufgefallen, irgendwie finde ich, könnte er könnte eine Monsterform vom Wolf Ranger sein, aus Power Rangers Jungle Fury, den Lilan. Irgendwie erinnert er mich irgendwie vom Design recht stark an den, nur halt eben als Monster. Hatte nicht dieser Wolf Ranger bei Wild Force nicht auch irgendwie so eine Monsterform? Zumindest im Das war was Japanischen. komplett anderes. Ich weiß, du meinst Zen Akku, aber nee, damit würde ich das nicht vergleichen. Okay. Naja, gut. Naja, aber wie gesagt, gut, kann natürlich sein. Ich weiß noch nicht genau, was es darstellen soll, ob er jetzt ein Wolf ist oder so. Das macht auf mich irgendwie einen Eindruck. Also, ich denke wirklich, dass, wenn ich den sehe, das sieht aus wie der Wolf Ranger aus Power Rangers Jungle Fury, nur halt in Monsterform. Also die Farbe hin aus von der Farbverteilung am Suit. Oder Ich weiß nicht, aber wie gesagt, auch Geki Violet aus Geki Ranger. ja, genau, den meine ich ja, das ist ja der. Ja, ich wollte nur den japanischen Namen noch Genau. für Das die ist Komplikation. sogar einer mit meiner Main-Charaktere in hier Power Rangers Battle for the Grid, mit dem bin ich echt gut. Oh, das ist doch cool. Naja, sag mal, seine Regeneration, es gibt sogar eine Szene, wo sie ihre Bazooka rausholt, ihn durchschießt und selbst da regeneriert er sich. Genau. Bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass Sakura ein bisschen besser gegen ihn hätte performen können. Ich meine, der hat sich halt echt Mühe gegeben, aber das ist ein Gegner, der ist quasi unbesiegbar. Sie sagt an einer Stelle irgendwie auch, was hältst du davon? Er sagt, er extrem langweilig. Ja. Und ich glaube, da ist auch der Satz, wo er sagt, er ist der Schüler irgendwie von Gifu. Ja, wobei es hier, das mit den Schülern von Gifu, das war so übersetzt in der Vorschau auf die Folge hier, jetzt hier so, hier stand im Untertitel jetzt erst die Verkörperung von Gifu. Aha, na gut. Ja, zwischendrin sind wir noch mal bei Weekend, wo er dann seinem Vater hier den Restamp zeigt. Guck mal, da steht wieder alles auf Englisch. Mal gucken, was steht denn da Wunderschönes. Genomic Stamp. Gene Information Stored Special Content of Restamp. Genetic Information, which can be said to be a blueprint for living species, is stored. Original color is transparent. The color is changed by changing the reference index light. Okay. Ist interessant. Finde ich ja witzig, dass das halt auch immer auf Englisch da steht. Ja, auf jeden Fall ist der Vater, sagt, ja, er ist begeistert, wie er es hergestellt hat, aber George sagt auch, ohne Gifu-Zellen ist das Ding nutzlos. Ja.
Also die müssen da rein. Vor allem interessant, George sagte ja auch, er bezweifelt, dass er den V-Stamp ohne seinen Vater hätte herstellen können. Auch krasses Eingeständnis, weil George sie eigentlich sonst für ein ziemliches Genie hält. Ja, aber daraufhin kommt es, er fragt ja dann den Vater, warum er Giftzellen in einen Menschen eintransportiert. Und da meinte er ja dieses er hat das Flüstern des Teufels gehört. Ja, auch wieder so eine, naja. Das ist ja auch nur Wieder so hier ein nett. Satz, der eigentlich nichts sagt. Okay. Ja. Ja, und dann kommen wir aber zu einer Stelle, die eigentlich ganz spannend ist, und zwar ja, er nimmt seine Maske ab. Ja, wir sehen aber das Gesicht nur in kleinen Ausschnitten. Also, wir haben uns nicht das ganze Gesicht gezeigt. Es geht darum, Meine, dass was ich cool er fand, guckt George war auch sehr erschrocken über die ganzen Verbrennungen. auch weg, er guckt auch weg, ne? Ja. Der Vater meinte auch, dass er dafür bestraft wurde. Jetzt so im Nachhinein müssen wir einfach darüber reden. Wir haben das Feuer gesehen bei Vale. Wir haben das Feuer gesehen. Ja, ich Es dachte immer noch, das hätte der nicht überleben dürfen. Das passt eigentlich für mich null. die Ausschnitte, die wir da gesehen haben, ich denke, da hat so ein Freddy Krüger Gesicht. Ähnlich. Ja, Aber so. ich meine, so wie die Flammen da waren, ich glaube, der hätte eigentlich gar kein Gesicht mehr haben dürfen. Naja. Also, ich meine, ich fand das von der Inszenierung gut, ne? So wie es uns das gezeigt wurde, ne? Genau, hier fand ich diesen einen Satz von George heftig, wo er seinen Vater anschreit und meint, dass er nicht der Einzige ist, der mit unheilbaren Narben zurückgelassen wurde. Sieht man einfach halt, wie fertig das George macht, halt, dass sein Vater ihn verlassen hat. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall haben wir nochmal Action-Szene mit Iggy, mit Daichi. Und da gab es eine Sache, die ich filmerisch ganz cool fand, das war, wo man halt nur die Wand gefilmt hat mit den Schatten. Ja, das war tatsächlich eine ganz coole Idee. Ich fand das halt so als Translation halt so ein Werk, weil eigentlich, man muss einfach drüber, er heißt ja eigentlich Holy Life. Also es ist ja eigentlich der heilige Life und alles, was er gerade macht, ist nicht heilig. Da ist natürlich ganz praktisch, dass wir jetzt den dunklen Schatten dann gezeigt kriegen. Ja, genau. Eine Szene, die ich auch mochte, wo er weiterkämpfen wollte und einen von diesen Gifu Juniors hält ihn am Bein fest und er, ohne zu zögern, richtet er seine Waffe auf seinen Kopf, schießt und dann siehst du halt als Nahaufnahme den Kopf von Daichi hier, also von seinem Rider und da noch in Rauch gehüllt. Das fand ich ziemlich cool. Ja, danach sind wir bei Weekend Jung und Hannah. Und ja, die kümmern sich jetzt auch ein paar Gifu, Summer, Juniors und sie machen noch eine kleine Wette aus, wer von denen mehr umbringt. Ja, war okay. Weiß nicht, irgendwie die Szene, es war nett zu sehen, dass die halt eben auch was machen, aber die Szene hatte nicht wirklich Mehrwert halt für die Folge gehabt. Ich mag übrigens das total, dass wenn Hannah sich verwandelt, sie ihre Arme überschränkt. Das Also stimmt. überschränkt sie ja, weil dann ja im Rider hat sie ja diese Waffen in der Hand. Das sieht irgendwie unglaublich cool aus. Weiß ich Ja, da nicht. hat man eine coole Idee gehabt. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, das sieht man später noch. Ich fand, wie die beiden gekämpft haben, eigentlich ganz cool. Ja, es war okay. Ja, naja, auf jeden Fall sind wir dann immer noch bei Ikki und Sakura. Und Sakura hat jetzt auch ihre Sense dabei, aber sie versucht es wirklich. Ich meine, es hat sie ja, was man eher sagen muss, sie macht es immer weiter, aber wie gesagt, es ist leider Gottes aussichtslos. Aber sie hält zumindest lange durch. Sie kann auch den einen oder anderen Schlag einstecken. Ja, weil der Gegner auch sagt, sein Körper ist irgendwie unendlich. Ja, sieht man halt noch Ikki gegen Akemi kämpfen. Ich mochte halt die Szene mit seiner super Angriff da, wo er den Mammut V-Stamp abgescannt hat und sie dann so durch die Wand geboxt hat. Ja, denk mal sagen, das fand ich wirklich gut, weil sie den Ortwechsel Sinn gemacht hat und nicht, dass die irgendwie springen und dann sind die wieder an einem völlig anderen Platz. Ja, genau, das war wirklich ein sinnvoller Szenenwechsel. Also das fand ich halt wirklich, wirklich gut. Ey, das ist meine Endcard, so. Danke, danke, Handy. Genau, auf jeden Fall sind wir nämlich dann draußen. Ja, Kimi ist halt vollkommen ausrasten, meint Iki noch, dass sie sich selbst halt vollkommen verliert. Und dann kommt jetzt auch wieder der Baridrex mal zum Einsatz. Wir haben ihn wirklich lange nicht mehr gesehen. Und er scannt ihn ja, aber vorher mit dem Thunder Gale ab.
Wahrscheinlich, um ein bisschen Power da rein zu ballern. Kann sein. Und was hat sich geändert? Ja, war es jetzt hier auch in der Form, in seiner Eisform da. Ja. Er sagt so, oh, wie cool. Er sagt auch, oh, wie cool. Also, es ist ganz cool, dass es beide dann, ja, dann jetzt sozusagen eine Rüstung dann haben. Und nicht vergessen, Leute, der Hashtag Nice George. Na gut, ich meine, war okay. Jetzt hat dann bloß Weiß keine neue Form mehr für die Volcano, also keine einzigartige Form mehr für die Volcano-Form. Das Gefühl, wir werden Vulkan in der nächsten Zeit nicht mehr wiedersehen. Nö, wahrscheinlich nicht. Ja, wie gesagt, es war okay, dass das jetzt hier so gemacht wurde und man die beiden auch so in der Form gezeigt hat. Ist dann Weiß jetzt eigentlich stärker in der Form als Iki, weil es ist ja eigentlich eine Form aus einem vorigen, aus der nächsten Form. Möglich. Könnt's mir gut vorstellen. Oder vielleicht passt sich halt die, vielleicht passt das Power Level auch an, dass das, wenn jetzt hier Iki als Hauptrider nur eine gewisse Stärke hat, dass da halt Weiß automatisch nicht stärker sein kann. Ja, das kann natürlich sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. Oh ja, wir gehen dann jetzt der Action-Szene mit den Beinen und die fand ich wirklich cool. Ja, hat mir auch sehr gefallen. Auch ich mochte auch wieder sehr, wie die Eiseffekte da eingesetzt wurden. Die sahen auch Ja. echt gut aus. Das war wirklich cool. Ja, also muss ich allgemein auch hier, als Barry Drex damals neu war, die Action-Szenen mit Barry Drex von den Eiseffekten her, die waren immer klasse. Ja. Zwischendurch sind wir noch einmal kurz bei Weekend Jung und Hannah, die dann die ganzen gekürtet haben. Und leider kriegen wir keine Auflösung, weil ab der Hälfte haben die beide vergessen zu zählen. Na, wahrscheinlich kamen sie halt nicht mehr mit, weil es zu viele waren. Ich denke einfach mal, Hannah hat gewonnen. Ja, bin ich auch dafür, weil ich finde, ja, Weekend Junge benutzt den Mogera Restamp zwar, aber ja, von mir aus. Ich muss Aber ich sowieso wünschte, sagen, Gera würde noch mal eine neue Waffe bekommen. Mogera gab es doch schon, den hat auch hier Romy schon mal benutzt. Nee, Aguilera, für Kamen Rider Aguilera. Sie sollte Ach auch noch so, mal neue haben wir Waffen da Aguilera. Ach so, ja, das wäre cool, ja. Wobei ich da jetzt, glaube ich, jetzt war irgendwie nicht mehr dran, dass das noch passieren wird, aber ich würde es ganz gut Ich finden. kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum sie gleich in ihrer Grundform Waffen hat. Ja, wahrscheinlich. Oder wir kriegen noch mal was in dem Special von den beiden. Das wäre auch gut möglich. Da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht sogar nochmal eine neue Form. Na gut, neue Form für die Nein, beiden. ich glaube, dass sie für Special neue Formen bauen. Naja, vielleicht zumindest nochmal Waffen. Ja. Naja, und nach der Stelle sehen wir hier Daichi total fertig. Es ist aber auch wieder so eine gestellte Situation. Der ist gerade fertig, hat alles getötet. Genau dann kommt ein Weekend-Mitarbeiter an. Hier, Phoenix. Phoenix. Ja, Genau. also, da der sofort da war, hat dann draußen noch Verstärkung gewartet, falls halt Daichi Probleme hat, dass sie den da hätten rausholen können. Wahrscheinlich so. Da Ja, müssen halt weiß. noch andere Leute mit ihm anwesend gewesen sein. Na, auf jeden Fall drückt er ihnen ein iPad in die Hand und ja, das ist ein iPad. Und er sieht dann halt den Kampf zwischen Iki und Weiß und Akimi und er kriegt dann Flashbacks. Du merkst, diese Flashbacks, die haben so einen seltsamen Rotfilter. Und er kriegt die Conclusion, die wollen sie opfern, um hier Gifu zu besiegen. Immer so, oh. Du kennst jetzt deinen Bruder jetzt echt schon lange und der hat echt immer alles getan, um Leute nicht zu töten. Aber du merkst halt, er schiebt einen komplett, er ist gerade in einem ganz anderen Film. Ja, genau. Ich glaube, er verliert so ein bisschen den Bezug zur Realität. Ja, gerade mit diesem komischen Translucent-Filter, da wo Ikis Augen auch richtig rot wirkten. Ja. Also, also es ist irgendwie gerade irgendwie so seltsam. Naja, während des Kampfes ist ja auch tatsächlich dann so, dass die beiden es schaffen, Akimi also nicht komplett einzufrieren, aber unbeweglich damit zu machen. Genau, wie gesagt, das sah schon richtig cool aus. So. Wo auch Akimi mal sich mal wieder ihr eigentliches Ich zeigt und sagt, ja, sollen sie benutzen und so weiter und so fort. So richtig dazu kommen wir aber nicht, denn Ja, damit erstmal Sakura kaputtgeschlagen. ja. Schlag in die Magengegend und die Verwandlung hat sich aufgelöst. Ja, da konnten zum Beispiel zum Glück Iki und Weiß noch rechtzeitig eingreifen. Krass, wenn der jetzt getötet hätte, aber zum Glück ist es nicht so weit gekommen.
Ja, das wäre es noch gewesen. Ja, jetzt ist aber das Problem, die beiden sind abgelenkt. Und wir haben jetzt gerade wirklich, es ist jetzt so, wir haben jetzt gerade niemanden, der auf Akimi aufpasst. Und daraufhin erscheint der Phoenix Knight und meint so, ja, du hast deinen Zweck erfüllt. Und öffnet das dieses Gifu-Sama-Portal. Ich glaube, Gifu-Sama schießt dann und ja, schießt einen sehr energiegeladenen Strahl einmal durch Akimi durch. Genau, und das ja, war's mit ihr dann. Geht sie in den Sterbemodus. Ja, sozusagen. Und was übrigens auch hier der Hellgift-Terrian ja auch nutzt, um wegzurennen. Also. Genau, und das war natürlich alles so Plan. eingefädelt vom Phoenix-Chef. Denn jetzt stirbt halt Akemi und Daichi kommt dazu und natürlich sieht es jetzt für Daichi so aus, als ob Ikki und Weiß hier Akemi getötet haben. Ja, du merkst aber auch wieder, das ist hier so ein Ding. Also erstmal, ich fand gleich, dass dieses Gespräch da zwischen Akimi und Daichi, das fand ich ganz nett, so wo sie gesagt, ja, du musst ein richtiger Mann werden und so. Kann er doch jetzt gar nicht mehr, jetzt wenn sie weg ist. Ein richtiger Mann heißt nicht das, was du denkst. Okay, ja. Und jetzt, ob das, egal. Auf jeden Fall. Ah, schade, ich wünschte mal, ich finde es schade, dass Akemi jetzt weg ist. Ich wünschte, man hätte das irgendwie weiter verfolgt, was da zwischen ihr und Daichi lief. Es hatte Potenzial gehabt. Ja, finde ich auch. Also ich finde es krass, dass sie es gemacht haben, aber ich fand das auch eigentlich ganz. Ich weiß nicht, ich hätte die beiden irgendwie fanden, ich meine, eher der Junge, so der, die etwas ältere, die etwas erfahrene Frau und der junge Typ so, ich weiß, es hatte irgendwie was. Ja, ich meine, man muss nicht so viele Leute in der Kamen Rider Serie sterben lassen. Das ist immer noch so, soll eigentlich immer noch eine Superhelden-Serie sein. Es sollte eigentlich immer noch so ein paar positive Sachen vermitteln. Ja, ich finde es aber gar nicht verkehrt, weil ich mag es immer nicht. Also wenn. Ich finde immer, wenn so gar niemand stirbt, dann habe ich immer das Gefühl, es gibt einfach keine Konsequenzen. Ja, das stimmt schon, aber zu viel muss es auch nicht sein. Und ich finde, es sind schon immer relativ viele Leute hier. Ja gut, manchmal so belanglose Leute, die in Gifterians verwandelt wurden, aber ich fand schon, dass die Gefahr an vielen Stellen spürbar war. Und das ist hier mit Akemi, ich meine, der Phoenix Commander, der erste, der ist ja schon gestorben und weiß ich, irgendwann reicht's doch mal. Der ist gestorben. Ich weiß, was ich auch damals krass fand, war diese eine Partnerin von Hiromi da. Ja, genau, diese Dame da, wer war das nochmal? Das war doch Sag. irgendein Gastauftritt von Sentai. Ja, es, Patoren Genau, die war das. Sango. Ja, sind wir, gut, wenn wir jetzt die ganzen Unschuldigen zählen, ich glaube, Revice hat einen relativ hohen Kill-Counter. Er hat, wie gesagt, na klar, Konsequenzen und alles ist schon gut, ist wichtig, aber jetzt hier Akemi, dann lasst nicht an Akemi aus. Also Akemi hat jetzt hier niemandem was getan gehabt. Nee, leider nicht. Die hat nur ihre Nase in falsche Angelegenheiten gesteckt. Würde der Hier, Phoenix-Chef noch sagen. Ulteka, den haben sie ja auch endgültig beseitigt. Ja, aber okay, aber das war ja seine Konsequenz halt, ne? Ja gut, der hat Scheiße gebaut und bin ich auch immer noch, das war auch vollkommen gerechtfertigt. Ich meine, da wäre es zum Beispiel ein Punkt, wenn der am Leben geblieben wäre. Das hätte ich scheiße gefunden. Ulteka, er hätte jetzt nicht sein müssen. Ganz mal so, wie der drauf war, es hätte nichts gebracht. Und vergiss übrigens nicht die ganzen Leute, die auf dem Phoenix-Kreuzer waren, die wir noch eigentlich eingesperrt hatten. Die sind wahrscheinlich jetzt ja auch alle tot. Ja, genau, da ist ja von tausenden Toten geredet worden. Na gut, und Daichi, er gehört der Akimi nochmal zu, sie löst sich auf, aber er hört ja Iggy nicht mal zu. Ja, stimmt. Also. Ja, stattdessen haut er Iki erstmal eine runter. Und selbst Iki am Boden lag, hätte er gerne nochmal den, ja, ein bisschen weiter drauf gehauen noch. Er holt ja dann zu einem richtig wutgeladenen Schlag aus. Und dieser Schlag wird abgewehrt. Festgehalten. Genau, jemand fängt halt die Faust von Daichi auf und da nochmal der große Cliffhanger, Hiromi ist wieder da. Wow. Und er sagt auch, ich bin zurück. Genau. Das sogar mit einem relativ zuversichtlichen Gesicht. Er sieht gut aus, sieht da zufrieden aus. Und werden mal gucken, ob Hiromi Daichi vielleicht wieder auf den richtigen Pfad bringen kann. Ja, weil Hiromi war, hatte ja sonst den. Was war so mal? Er hat mal gesagt, als Held muss man manchmal sich selbst opfern.
Genau. Muss sagen, weil vielleicht ganz gut, dass sozusagen, weil, also ich denke, Hiromi musste halt jetzt, er war jetzt auf dem Land, wahrscheinlich hat er jetzt auch über seinen Handel Gedanken wahrscheinlich mal drüber nachgedacht. Irgendwann bin ich mal gespannt, was Hiromi noch weitermachen wird in den nächsten Folgen. Ich finde es gut, dass er jetzt wieder da ist. Ich freue mich. Wann war das, wo er verschwunden war? Das jetzt ist auch schon 10 Folgen her, oder? Ja, locker. Das war, boah. Ja, da war ja noch, da war Ulteka noch Demons. Genau, das war auch die Folge, wo Ulteka erst zu Demons geworden ist. Ja, müsste so Folge 26, 27, so ist die Richtung, wird das gewesen sein. Naja, Oh, auf cool auf jeden jeden Fall Fall. die Vorschau für nächste Woche. Da haben wir einmal, wie es scheint, will der Vater wohl seine Giftzellen zur Verfügung stellen. Ja, also so wie es aussieht, wird er dann sich opfern, dafür, dass halt Ikki und Weiss ihre finale Form bekommen können. Bin ich mal gespannt, ob sie ihn jetzt auch dann noch wirklich sterben lassen. Also in der Vorschau wirkt es ja schon sehr dramatisch, wo er sagt, er freut sich, dass er Teil dieser Familie sein durfte und wo er sich dann sagt, wo er noch zu seiner Frau sagt, Dankeschön für alles. Ja, also mal gucken, ob sie das jetzt wirklich auch noch durchziehen, weil wollen die jetzt die Familie wirklich noch so auseinanderreißen? Ah. Was ist mit der Sagen. Kamen Rider Familie? Ich habe eigentlich gehofft, dass wir ihn als Kamen Rider Vale vielleicht nochmal zusammen mit den, mit seinen Kindern zusammen kämpfen sehen. Ich glaube, Vale ist tot. Also ich meine jetzt, der kam leider nicht das. Ja, übrigens, wenn hier jetzt der Vater stirbt in der nächsten Folge, dann sind wir ja Vale auch los. Warte mal. Wir haben bestimmt eine Erklärung. Dann boostet Gifu-sama ihn so viel Energie rein, dann braucht er den nicht mehr. Ja, wäre theoretisch möglich. Muss mal gucken, ob das, wie das dann, so sein wird. Also, wenn Sie das nicht aufgreifen, dann können wir das Whale-Special also endgültig in die Tonne treten. Ja, stimmt. Ja, gut, das, wie gesagt, werden wir mal schauen. Weil ich sag, in der Hauptserie wurde das nie angesprochen, dass wenn der Mensch stirbt, dass der Dämon stirbt. Das haben wir nur im Whale gehört. Ja, Kaguru hat es auch nicht gejuckt. Nee, und andersrum. Wenn ein Mensch stirbt, ist der Dämon stirbt. Das wurde uns am Anfang Ah, nee, erklärt. wenn der Andersrum Dämon nicht. stirbt, genau, wenn Der der Dämon Dämon stirbt. stirbt, wenn der Dämon stirbt, dass das den Menschen eigentlich nicht berührt. So war das eigentlich immer. Genau, ich sag, Kaguru hat es, wie gesagt, auch nicht gejuckt. Ja. Dementsprechend, also wenn sie uns das nicht erklären, warum Vale, also wenn jetzt der Vater stirbt und sie erklären sich, warum Vale bleibt, dann merkst du halt einfach, dass das Vale-Special so unabhängig gemacht wurde, dass sie nicht mal miteinander drüber geredet haben. Wahrscheinlich. Mal gucken, was das nächste Folge wird. Und die neuen Formen von Iki und Weiß sehen auch vollkommen okay aus. Ich finde irgendwie bei Weiß sieht das durch diese, weil eigentlich hat er ja nie einen richtigen Helm auf. Der hat ja immer nur so einen Hut auf oder so als Helm, sag ich mal. Und durch dieses Ding, was er aufhat, ich finde, er sieht ein bisschen aus wie so ein Wolf. Alleine weil die Ohren auch so spitz da wirken. Ja, das stimmt so ein bisschen. Ansonsten halt zu Ikis Form ist ein leichtes Upgrade zur normalen Form, aber sieht jetzt auch nicht übermäßig krass oder überdesignt aus. Ich finde das besser, als wenn man hier den so voll knallt mit irgendwas. So vollkommen übertrieben oder so. Dann lass den Suit lieber ein bisschen schlanker. Ja gut, so. Übrigens, ich habe den Namen vom der Form heißt übrigens Ultimate Revice. Ja, sehr, sehr kreativ. Insofern. Ach man, das ist ein kompletter Standardname. Warum nicht sowas wie Jurassic Revised oder so? Weil der T-Rex nicht aus der Jurassic-Periode kommt. Ja, ist doch egal, es klingt aber trotzdem cool. Das ist sowieso eine Sache. Können wir darüber reden? In Jurassic Park. Jurassic, das ist das englische Wort für Jura. Und dass die meisten Dinos aus dem Jurassic Park nicht aus dem Jura kommen. Ja, scheiß drauf, guckt einfach die Dinos an und seid zufrieden damit. Wegen Ich mehr dachte, taugt man die Filme ich nicht. wollte den Leuten noch einfach nur mal ein bisschen Wissenswertes mitgeben. Ja, nicht bei Dino-Filmen. Na, einfach die Dinos genießen und nicht drüber nachdenken.
Ich meine, wer wäre es so schlimm gewesen, das Ding hier, was heißt Kreide auf Englisch? Kreide. Ja. Warte mal, da komme ich gar nicht drauf. Aber das englische Wort für Kreidezeit ist egal. Ich glaube, Cretaceous, genau, weil es gibt ja auch, es ist ja auch so, diese Jurassic World-Serie, ne? Die heißt im Englischen Camp Cretaceous. Im Deutschen würdest du es nennen Camp Kreidezeit. Okay. Weil es ja diesen Camp spielt. Wo der Name auch gefallen ist. Aber die Serie heißt bei uns Jurassic World, die neuen Abenteuer. Okay. Übrigens, Leute, wenn euch die Serie interessiert und ja, ihr wollt kein Netflix, die ersten drei Staffeln gibt es jetzt auf DVD. Aber nur die ersten drei, ne? Ihr müsst Staffel 4 wieder auf Netflix gucken und 5, ihr kennt das ja, ne? Ja Netflix gut, bringt. was soll's. Und es jetzt übernächste Woche ist ja auch jetzt soweit. Also jetzt, wenn ihr den Podcast hört, dann nächste Woche, also am 9. Juni, da startet ja auch schon der neue Jurassic World Film im Kino. Ein neues Zeitalter. Genau, ist noch etwa quasi 2 Wochen von jetzt an. Richtig, also passend zur aktuellen Dino-Staffel hier bei Revice. Oh, genau, ich denke mal, das wird ein ganz unterhaltsamer Film werden. Ich werde ihn wahrscheinlich sogar nächste Woche dann direkt schauen. Was ich übrigens ganz cool finde, ist, dass sie, erinnerst du dich noch an Jurassic Park 1, an diesen Dicken? Ja. Er denkt so diese Szene doch am Anfang hier, wo er doch hier von diesen einen Typen so Geld kriegt, so diesen Dodgen. Oder wo er noch so, wo er sagt, sagen Sie meinen Namen nicht laut. Und er so, Dodgen, Dodgen, wir haben Dodgen hier. Der Typ hier, dieser Dodgen, der ist hier in Jurassic World 3 dabei. Ach so, okay, der ist auch wieder da. Ja, weil es geht hauptsächlich als Gegner, das ist Biosyn. Und Biosyn ist diese Firma von ihm. Ah, okay. Also neben Engine gibt es jetzt noch eine andere Firma, die Groß-Dinos klont. Naja gut, okay Leute, das war's dann von dieser Woche mit Karin bei der Revise. Ich bin auf die Superform gespannt. Ja, genau, also mal schauen. Ich denke mal, dann wird er vielleicht doch diesen neuen Gegner, der jetzt aufgetaucht ist, den wird er vielleicht sogar schon direkt finishen in dieser Form. Und dann kann er sich eigentlich, dann muss ich eigentlich bloß noch Gifu vornehmen und dann ist die Serie vorbei. Ja. Schauen wir mal, ne? Kommt jetzt halt auch da sehr darauf an, wie viele Folgen die Serie kriegt. Ja, na gut, das war's dann. Wir verabschieden uns und wir sehen uns dann oder wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, bis dann, Leute. Ciao. Jo, tschüss.